Hallo, heute kommt mein Video. Mein Schatz guckt schon wieder so misstrauisch, weil ich heute mal vorgeschlagen habe, dass wir einfach Kartoffelgemüseauflauf machen. Mit Fleisch. Da wir aber unsere Gefriertruhe ein bisschen voll haben, habe ich gedacht, komm, wir machen das Chicken Nuggets dabei, weil ist zwar eine komische Mischung, aber wird wohl schmecken. Na, da bin ich ja gespannt. Und das Ganze in der kleinen, aber feinen Küche. Genau, Attacke. Und ich halte mich wirklich raus heute. So, hier ist die kleine Übersicht. Das tiefgefrorene Gemüse wie Karotten, Brokkoli, Blumenkohl haben wir hier drin und Rosenkohl. Hier sind die Kartoffeln, könnte ja ein bisschen mehr sein. Die werden halt in den Streifen geschnitten. Und dazu gibt es dann die Soße, Sahne, einmal Sahne, Schmelzkäse, Brühe und wir haben noch ein bisschen im Kühlschrank ein bisschen Käse, aber nicht mehr viel. Muss aber auch weg. Der Gouda. Und auch noch dazu. Ja. Als erstes schneiden wir die Kartoffeln in dünnen Scheiben. Und dann sehen wir uns wieder. So, die Kartoffeln habe ich geschnitten. Und jetzt machen wir in dünnen Streifen. Du meinst, du hast die Kartoffeln geschält? Geschält, ja. Du hast gerade geschnitten gesagt. Ach so, geschnitten. Das Problem ist halt, ich kann mich mit diesem Teil nicht so... Och, nee. Was machst du? Darf ich dir helfen? Jetzt geht's besser. Schneid dir ja nicht in die Finger. Nein. Das Problem ist halt, dieses Teil ist nicht so ganz gut. Darf ich mal? Ja, kannst du gerne machen. Warum gehört denn das so? Ja. Geht doch. Also ich bin immer im Hintergrund mit dabei und guck. Und wenn ich sehe, dass mein Spatzel Hilfe braucht, dann greife ich gerne mit ein. So. Na. So, ich bin der Retter der Finger, hab die Kartoffeln fertig geschnitten und du kannst weitermachen. Dankeschön, mein Schatz, dass du mir geholfen hast. Bitteschön. Ja, ich muss mal gucken, ob das hier überhaupt reicht, die ganzen Kartoffeln. Das reicht locker. Was hältst du von der Idee, noch ein paar Tomaten mit reinzuschnibbeln? Tomaten? Ja. Die werden aber ganz weich, gell? Das macht nichts. Dann haben wir so ein bisschen Tomatik. Das ist jetzt von mir bloß ein Vorschlag. Kann ich auch machen, ja. Ja, sehr geil. So, gucken wir erstmal, wie viel wir haben. Irgendwie noch ein bisschen Gemüse haben wir auch noch da. Hier. Kurz gucken. Das reicht. Ja, wunderbar. Das reicht vollkommen, die Kartoffeln. So. Die Kartoffeln werden jetzt ein bisschen gewaschen. Wegen der Stärke. Das Gemüse wird jetzt auch ein bisschen vorgekocht, ganz leicht. Und die Enden von den Kartoffeln machen wir natürlich dazu. Die schmeißen wir nicht weg. Ja, und dann sehen wir uns gleich am Herd wieder. So, jetzt machen wir mal die Auflaufsoße. Die Soße für den Auflauf, genau so. 200 Milliliter Sahne. Ne?
eine Hälfte Knoblauch. Machen wir einfach so. Ist ja nicht viel. Oh, jetzt fällt mir alles runter. Knoblauch, ein Teelöffel Brühe, ein Esslöffel Brühe, ein bisschen Schmelzkäse, das ist nämlich das Rezept nämlich aus dem Internet, deswegen habe ich gedacht, komm, mache ich mal. Machen wir einfach mal nachkochen. Und verrühren alles. Ein bisschen Pfeffer. Muskat. Kurz kosten, ob das Gewürzverhältnis gut ist. Mhm. Sehr gut. So, jetzt gehen wir an den Herd. Die Kartoffeln habe ich auch schon. Bisschen gewaschen. Jetzt tun wir das Gemüse schön in den Topf reinmachen mit bisschen Salz und dann tun wir ein bisschen kochen, ein bisschen köcheln, dass es ein bisschen weich wird und dann machen wir die Auflaufform voll. Mir fällt heute alles runter. Ich habe heute irgendwie keine Finger. Bitte? Jetzt fallen die Gewürze runter. So, jetzt habe ich meinen Topf gemacht mit bisschen Wasser. Kommt ein bisschen Salz rein. Das Gemüse. Der Herd angestellt natürlich. Und dann wird das Gemüse ein bisschen gekocht. Und dann geht es zum Befüllen in die Auflaufform. Das Gemüse machen wir jetzt in den kleinen Topf rein. Ganz leicht vorköcheln. Ein bisschen vorgaren, dass es nicht so lange dauert mit dem Auflauf, dass er fertig ist. Schon fertig, ich hab Hunger. Nee, dauert nur ein bisschen. In der Zwischenzeit mache ich die Auflaufform, mache ich ein bisschen. So, kann ich so mal zeigen. Ein bisschen Öl rein. Kartoffelscheiben ein bisschen auslegen, dass es einfach ein bisschen schön ist. Und dann schichten wir halt Kartoffeln, Gemüse. Und dann kommt die Soße drauf. Das machen wir gleich dann noch. So, hier ist die Auflaufform. Hier habe ich schon mal die Kartoffeln ein bisschen geschichtet. Jetzt, das Gemüse habe ich auch jetzt gerade fertig und rausgenommen aus dem Topf. Habe ich auch circa 5 Minuten ein bisschen köcheln lassen, dass es ein bisschen weicher wird. Jetzt schichten wir Kartoffeln, ein bisschen Gemüse, Bacon haben wir keinen mehr, oder? Bacon? Ja. In der Tiefkühltruhe. Ich meine so in Stückchen, nicht keine Scheiben. Nein, haben wir nicht mehr. Schade. Den hätten wir da jetzt noch super mit reinbröckeln können. Ja. Also das wäre jetzt nur noch so eine Anregung von mir wieder. Und wieder ein bisschen Gemüse. Und die restlichen Kartoffeln. Und die Soße mal kurz umrühren.
bisschen Käse drauf. Ach, ich habe noch was vergessen. Fällt mir jetzt gerade ein, die Tomate. Oh ja, die kommen dann auch ein bisschen drauf, auch die Tomaten. Gut, jetzt sind noch ein paar Tomaten, die kommen dann hier ein bisschen hin. Und dann geht das alles für 30 Minuten für 200 Grad in den Backofen. So Leute, nachdem jetzt der Auflauf im Backofen ist, muss ich mich mal kurz zu Wort melden. Manu ist jetzt eigentlich das allererste Mal so richtig auf sich alleine gestellt. Oder? Stimmt das? Weiß ich jetzt nicht. Mit einem Video machen. Es könnte auch das zweite Mal sein. Auch das zweite Mal. Aber ihr wisst ja, jeder fängt mal mit Videos machen an. Und dieses Video ist sozusagen wieder ein Training für die Manu. Also wenn ihr vor lauter Nervosität irgendwas runterfällt oder was, nehmt es mit Humor. Wenn sie sich verspricht, nehmt es mit Humor. Wer es nicht versteht, soll einfach meine ersten Videos anschauen oder von anderen die ersten Videos. Obwohl, die sind wahrscheinlich dann zigfach geschnitten. Aber in dem Sinne, ich freue mich, dass sie ein Video selber macht. Und als nächstes wird sie dann auch noch trainiert, die Kamera richtig hinzustellen, dass sie gar nichts mehr machen braucht. Zumindest manchmal. Ja, also eins nach dem anderen, es wird immer besser. Kommentiert unter das Video, wie es euch gefallen hat. Gibt ihr Tipps, aber immer fair bleiben. Mhm. Boah, was machst du da? Da muss ich doch gleich auch mal probieren. Ja, ich habe mal kurz die Kartoffeln probiert. Ein bisschen Gewürz noch mit ein bisschen mit Brühe. Muss aber noch ein bisschen. Heiß. Aber verdammt lecker, Leute. Ja. Bis auf das, dass kein Bacon drin ist. Richtig, aber es lecker. Wird... Lecker. Ja. Also nochmal in den Ofen. Richtig. Attacke. So, Freunde, jetzt komme ich wieder zum Einsatz. Ich darf probieren. Spatzel, soll es ich sagen? Kannst du machen. Ja, also es hat jetzt doch etwas länger gedauert. Keine Ahnung, um wie viel. Es war, ja, doch eine Weile. Die Kartoffeln wurden doch unterschätzt. Also, Kartoffelchen doch ein bisschen vorkochen. Macht Sinn. Aber ich mache jetzt erstmal mein Probiererle. Nee. Nee? Nee. Gut. Ja. Und pick mir natürlich den Rosenkohl mit raus. Den die Alina sowieso nicht mag. Stimmt oder habe ich recht? So. Dann gebe ich mal den Pott hier weiter. Kleinen Moment. Untersetzer. Untersetzer habe ich vergessen. Also es ging ja in diesem Video um diesen Kartoffelauflauf. Und nicht um die Nuggets, die es nachher noch gleich dazu gibt. Die brauchen nämlich noch einen Augenblick. Und jetzt, Leute, probieren wir. So, Leute, irgendwie habe ich gerade vergessen, die Kamera einzuschalten. Ich habe schon das erste Probiererle hinter mir. Richtig, richtig, richtig geil. Ich hoffe, dass die ganze Szene davor drauf ist. Aber, Leute, es ging ja in dem Video um diesen Kartoffelauflauf. Tja, und jetzt kommt das Geiste für euch nochmal. Das Probiererle, für mich das zweite Mal. So, jetzt habe ich die Kamera gleich angelassen. Nicht, dass ich es wieder versau. Leute,
Das Zeug schmeckt so geil. Die komplette Zusammenstellung. Einfach ein Gedicht, muss ich so sagen. Spatzel, das kannst du öfters machen. Sehr schön. Auch wenn es nicht dabei jetzt ist, vielleicht, weil es vielleicht zu spät die Kamera angemacht hat. Die Kartoffeln müssen ein bisschen vorgekocht werden. Vorher. Ja, das weiß ich nicht, ob die Szene drauf ist oder nicht. Naja, aber das zweite Mal jetzt drauf vielleicht. Also nochmal Kartoffeln vorher vorkochen, damit es nicht ganz so lang dauert. Naja, gut, ich gehe jetzt essen und Hähnchen-Nuggets sind auch gleich fertig. Die gibt es dann noch dazu, als Bonus. Ja. So, mein Schatz. Oh, der Kartoffel-Gemüseauflauf war richtig gut. Hat sehr gut geschmeckt. Und du, mein Schatz, sag du auch mal was ich dazu. Ich kann mich da nur anschließen. Das ist schön. Brutal geil. Also wirklich brutal geil. So lecker Gemüse habe ich bis jetzt sehr, sehr selten gegessen. Jederzeit gerne wieder. Das ist schön. Wow. Wie gesagt, wenn jemand möchte, der kann noch ein Bacon mit hinzutun. Dann wird es vielleicht noch besser. Oder auch nicht. Oder ein bisschen Hackfleisch oder irgendwas. Das müsst mal ausprobieren. Aber so, ey Leute, erste Sahne. Das ist schön. Ja. Ja, in dem Sinne, schauen wir, dass ich das nächste Video wieder mache. Ich habe da schon eine Idee mit was sehr Mächtigem. Aber das müssen wir noch hier unter uns ausdiskutieren. In dem Sinne, wenn es gefallen hat, Doppeldäumchen nach oben für Manu. Und ja, nettes Kommentar, Abo. Ja. Und das wär's dann. Wir sind dann raus. Ciao, ciao. Tschüss.